So einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier zu sein wieder. Freue mich sehr. Und ich freue mich sehr, auch diesen Vortrag zu halten. Glücklich sein mit Ethik. So, was bedeutet Glück? Also möchte ich ein lachendes Gesicht sehen, nicht trauriges Gesicht. Heute ist es positiv. Wir reden etwas ganz Positives über Glück. Was bedeutet Glück? Bedeutet Glück, dass wir uns gut geht? Dass wir uns wohlfühlen, dass wir gesund sind, dass wir erfolgreich sind? Ist das das Glück? Wenn unsere Wünsche alles erfüllen würden, glauben Sie, dass wir nicht langweiligen werden? Wir werden noch mehr brauchen. Ja? Und die Frage ist, ist das Ethik verbunden mit Glück? Ist das wichtig, dass meine Ethikprinzipien mit Glück verbinden? Eines ist sicher. Wir müssen sicher sein, dass alle von uns wollen glücklich sein. Und nicht wir hier in diesem Zimmer, aber 8 Milliarden Leute wollen glücklich sein. Vor 600 Jahren haben Philosophen schon mit Glück sich beschäftigt. Ja, viele haben These geschrieben über Glück. Berühmte Philosophen, so wie Aristoteles, Platon, Sokrates. Jeder hat seine Meinung über Glück geschrieben. Moderne Philosophen auch. Und die Religion auch spricht über Glück. Aber die Religion sagen, wir werden nicht glücklich sein auf dieser Erde, wir werden glücklich sein in die nächste Welt. So, ich bin kein Philosoph, überhaupt nicht. Ich habe nicht Philosophie studiert, aber ich bin, sage ich selten, aber ich spüre es, ich bin eine glückliche Frau. Und Ostade Lahi hat geschrieben, Worte, die auf Beobachtung und persönlicher Erfahrung beruhen, sind von großer Wirkung. Und ich hoffe, dass mein Vortrag etwas zu Ihnen beibringen wird. Ich hoffe es. Über Ostade Lahi, Bernadette hat wunderbar gesprochen über ihn. Es ist ein großer Philosoph, dass ich durch den Gesellschaft für Ethik entdeckt haben. Es ist nicht nur ein Philosoph, das war ein Richter und ein großer Musiker. Und Ostade Lahi begleitet mein Leben täglich. Ich habe ein Buch von ihm, mehrere Bücher. Viele Bücher waren in Französisch, sind in Französisch erscheint, in Deutsch leider noch nicht so viel. Aber dieses Buch ist ähnlich in Deutsch erscheint, das ist die 100 Maximen der Führung von Ostade Lahi. Und jeden Tag lese ich 1, 2 Maximen und ich versuche zu verstehen, was er meint. Und das tut mir immer gut. Und heute ist sein Todestag und ich möchte, dass Ostade Lahi meinen Vortrag begleitet. Und ich werde viel Maximen von Ostade lesen. Wir wollen alle glücklich sein. Da bin ich sicher. Und wenn jemand sagt, das Gegenteil, dann brauche ich wirklich wissen, warum. Wir wollen alle glücklich sein. Und es reicht nicht, nur zu wollen, wir müssen etwas tun dafür. Weil wir sind selbst verantwortlich für unser Glück. Und das fängt an, das erste Schritt, das man machen muss, ist uns zu kennen, uns zu lieben. Das ist der überhaupt erste Schritt. Bevor wir die anderen lieben, unterstützen, bevor wir zu anderen gehen, wir müssen uns kennen. Begreifen auch und akzeptieren, dass Dinge sind, wie sie sind und nicht, wie wir sie gern hätten. Es gibt Säulen des Glückes zu erkennen. Säulen, dass wir selber bauen müssen, um unsere Glück zu schaffen. Und diese Säule werde ich später über diese Säule sprechen.
So, erste werden wir eine Reise in die Selbsterkenntnisse. Sokrates hat gesagt, schon 600 Jahre vor Christus, erkenn dich selbst. Denn die Selbsterkenntnis ist der Anfang der Weisheit und ein ethisches Verhalten ist das Fundament der Selbsterkenntnis. Wenn wir jemandem wehtut, wenn wir aggressiv sind, was machen wir? Wir verletzen uns selbst. Weil der Ärger, wenn man kommt, sie ärgern sich, und dann kommen sie danach und sagen, warum habe ich das gemacht? Warum diese Situation? Und die Situation wird noch schlimmer und schlimmer. Weil man hat auch einen Stolz und man will auch nicht einen Schritt machen. Es ist unglaublich schwer. Mehr die Situation ändert sich, schlecht ändert sich, schwerer es wird, die Situation zu lösen. Das ist, wenn man in so einer Situation ist, darüber reden, arbeiten an seinem Gefühl. Wenn der Mensch ein Innerstes ergründet, lichtet sich der Schleier und alles liegt klar und deutlich vor ihm. Ergründe dich selbst, um die Ursache von allem, was dir so stößt, zu finden. Da habe ich in Französisch gelassen, weil dieses Buch gibt in Französisch von Malekia Nemati. Malekia Nemati ist die Schwester von Ostadi Laïd, eine unglaubliche, tolle Frau, spirituelle Frau, die ihr ganzes Leben für die Menschen gegeben hat. Und sie hat gesagt, und ich sage in Französisch, il faut polir son propre être jusqu'à se connaître soi-même. Sie haben die Übersetzung runter. Und Mahatma Gandhi hat gesagt, das Glück entflieht uns, wenn wir hinter ihm nachlaufen. In Wahrheit kommt das Glück von innen.